Frau Stadtverordneten, Vorstellern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich kann mich Frau Hesse vollständig anschließen mit den Ausführungen, die Sie gerade gemacht haben. Ich glaube, es entspricht auch unserer Position als Linke ziemlich gut. Aber die Schlussfolgerungen, die Sie schließen, teilen wir nicht. Denn Sie haben jetzt gesagt, Sie werden deshalb dem Antrag der SPD zustimmen. Wir werden ihn deshalb ablehnen, weil dieses Ganzheitliche, also sozusagen die Betrachtung über die Waffenverbotszone hinaus, ist eben nicht da. Jetzt sollen wir über diesen Antrag entschließen und dem können wir eben nicht zustimmen. Ich will schon nochmal sagen, dass dieses Reden über das subjektive Sicherheitsempfinden mich schon verwundert, weil das subjektive Sicherheitsempfinden, wie schon der Begriff sagt, sehr subjektiv ist. Und ehrlich gesagt, ich fürchte mich, wenn ich durch die Ebertstraße gehe, erstens vor den Besoffenen und zweitens vor den durchgeknallten Autofahrern, die mit ihren rosa Dingern mit aufgebohrtem Auspuff direkt vor mir auf dem Fahrradweg ab kurz mal anhalten, weil sie eben jemand Besoffenes aus der Kleidung haben. Das sind aus meiner Sicht die größten Unsicherheitsfaktoren. Meine subjektive Sicht, die ich wahrscheinlich mit gar nicht so wenigen Fahrradfahrenden und weiblichen Teilnehmenden am öffentlichen Leben teile. Und wenn man diese Befragung ernst nimmt, beziehungsweise die Studie, die ja in Kassel durchgeführt worden ist, zum Sicherheitsempfinden oder zu dem, was Menschen als bedrohlich oder die Unsicherheit steigern, empfinden. Wenn man die ernst nimmt, dann stellt man fest, die allermeisten, also sozusagen im großen Abstand, wird als erstes genannt, dass unordnungsgemäßes Verkehrsverhalten am meisten Unsicherheit auslöst. Also zu schnelle Fahrt von Autos, falsche Parken, auch natürlich Audi-Fahrradfahrer, die es auch gibt. Aber das müssen wir ja auch ernst nehmen und überlegen, wie passt das eigentlich zusammen mit einer Waffenverbotszone? Sollen wir Autos als Waffen betrachten, was ja durchaus auch gerechtfertigt wäre, können sie ja auch sein. Also insofern finde ich diese Einschränkung einfach nicht akzeptabel. Und das Zweite ist, Menschen mit Migrationshintergrund werden deutlich häufiger kontrolliert und drangsaliert. Das ist auch nichts, was man sich ausdenkt oder aus dem Finger saugt, sondern das sind empirische Studien, die man nachlesen kann, wo die Polizei selber dazu arbeitet, wo es in den Polizeischulen Vorlesungen dazu gibt. Das ist alles kein Geheimnis und ich finde, es muss ernst genommen werden, weil in Kassel eben sehr, sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte leben und deren Sicherheitsbedürfnis genauso ernst genommen werden muss, wie das von uns Bio-Deutschen. Insofern, es gibt übrigens vom Ortsbeilagen ein Sicherheitskonzept für die Ebert, beziehungsweise ein Konzept für die Ebertstraße, die ist Ebert. Ja, den Ortsbeirat in Wesertor ganz stark macht, vielleicht wäre es dann auch cool, den Ortsbeirat des Vorderen Westens zu Rate zu ziehen und deren Vorschläge.